Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Mass Effect Andromeda. So, und ich wollte noch mal ganz kurz E-Mails checken. Okay. Und dann wollten wir endlich mal hier weitermachen. Ich habe zwischenzeitlich ein paar Waffen verbessert und auch meine Pathfinder-Ausrüstung gemacht und ich freue mich. Ich habe immer noch nicht so hundertprozentig verstanden. Ich habe immer noch nicht so hundertprozentig verstanden. Ja, ich weiß, dass T beenden bedeutet. Hallo, geh weg. Egal, wir gehen dahin. Wie das funktioniert mit dem Erforschen und dann dem Bauen, weil manchmal habe ich Dinge nicht erforscht, aber trotzdem neuere Dinge, die ich bauen kann. Und ich habe immer gedacht, man müsste dann... Irgendwas ist hier verkehrt. Warte mal, ich versuche mal ganz kurz... So ist besser. Okay. Landezone auf Havarl. Möchten Sie von Bord der Tempest gehen? Sicher, weil es gibt hier Platin. Okay, jetzt brauche ich kein Platin mehr erstmal, aber... So, ich habe nämlich jetzt hier ein anderes Sturmgewehr, und zwar Mattock 3. Und was bei diesem Gewehr ist, ich weiß nicht, ob man das angucken kann, aber ich habe da quasi, als ich das hergestellt habe, genau, habe ich hier noch einen Effekt hinzugefügt, und zwar, dass ich beim Schweben 35% mehr Waffenschaden mache. Das heißt, wenn ich springe, also das ist jetzt meine Theorie, dann schwebe ich ja und dann mache ich mehr Schaden. Und weil ich das so gerne mache, habe ich das so genommen. Und bei dem Präzisionsgewehr habe ich mir diese Viper ausgesucht. Was heißt das hier? Mit was vergleiche ich das gerade? Keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, dass die Brandmunition 25% mehr Schaden macht, weil ich will ein bisschen mehr mit Brandmunition kämpfen. So, und dann habe ich hier die Pathfinder-Ausrüstung gemacht. Diesen Speerhelm, den habe ich irgendwann mal gekauft. Kann ich den auch irgendwie näher angucken? Nee, ne? Also der gibt mir plus 4 Schadenswiderstand und plus 10 Waffenpräzision. Das war das, was wir vorher hatten. Der ist natürlich auch cool. Weltraumforscher-Helm plus 10% Begegnung-EP-Erhöhung. Ist das... Ich glaube, das habe ich aus einem Mod. Aus einem DLC. Quatsch. Aus meinem... Nicht DLC. Wie heißt denn das? Also, weil ich die Deluxe Edition habe. So, und jetzt habe ich hier theoretisch auch was ich reinbauen kann, aber ich habe keinen Mod dafür. Und das ist dieser Pathfinder Brustpanzer, den ich machen sollte. Und da habe ich das so gemacht, dass man hier... Das sind die Sachen, die man standardmäßig hat. Das hier finde ich jetzt nicht so spannend. Kräftewiederherstellung und Verteidigung. Also ist nicht schlecht, aber pff, ne? Ich benutze ja nicht so viele Kräfte. Aber hier, plus 5 Schadenswiderstand, plus 2% maximale Gesundheit. Okay, das ist jetzt nicht so das Krasseste, was da drin war. Wenn ein Gegner getötet wird, 25% Schilde werden wiederhergestellt. Und plus 2% Kampfaufladetempo, habe ich mir gedacht, baue ich mal rein. Also ich habe nicht so richtig Ahnung, was ich hier eigentlich mache. So, da habe ich, das habe ich dann auch gebaut, da habe ich aber keinen Mod reingebaut. Und hier habe ich noch beim Schweben plus 35% Kampfschaden. Benutze ich ja im Grunde nicht so häufig, aber hey. Ich hoffe, ich habe damit jetzt nichts kaputt gemacht oder sowas. Ja genau, Brandmunition, Backup Lebenserhaltung. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jack, ja, nehmen wir mal mit, ne? So, und hier haben wir noch Auto. Da habe ich nämlich jetzt auch noch was gemacht. Da habe ich auch noch was hinzugefügt, und zwar irgendwie Lebenserhaltung verbessert oder sowas. Es könnte sein, dass wir uns jetzt auf Eos besser bewegen können. Ich bin mir aber nicht so sicher. Aber das werden wir mal herausfinden. So, und dann habe ich noch ein Problem. Aber da kümmern wir uns drum, sobald das passiert ist. Es war früher eine angaranische Stadt. Es gibt dort Landeplätze und genügend freie Sicht für einen gefahrlosen Anflug. Anomalie auf den Sensoren. Etwas Großes. Möglicherweise feindlich. Leite Ausweichmanöver ein. Moment, ich glaube nicht, dass das... Diese komischen Drachen. Also,
sowas kriegt man zu Hause nicht zu sehen. Aber die haben wir doch schon gesehen. Aber die sind ich bringe uns Weltraum unterwegs. Okay, krass. Bessere Zubereitung auf Hawaii suchen. Nach Hawaii reisen. Mit den Wissenschaftlern in Pelaf in Kontakt treten. Voll schön hier. Es ist mehr dschungelartig. Hier zwei. So, warte, ich will mal ganz kurz gucken. Oh, mein Turboloader ist immer noch drin. Ich freue mich. Ich habe Sachen gekriegt. Huch, warte. Da möchte ich gerne noch ein bisschen was verbessern. Was kann ich denn hier machen? Waffenausstattungsgröße. Was? Waffengewichtskapazität und Waffenmagazinkapazität, Waffenreservemunition. Plus eins auf alle Kampfenergiezellenkapazitäten. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich nehme das. Und jetzt habe ich nicht mehr genug Punkte dafür. Okay. Kann ich die anderen. Ja, bestätigen. Die anderen möchte ich gerne auch noch. Was haben die? Die hat vier. Da könnten wir zum Beispiel. Verbrennung erhöhen. Verbrennung klingt immer voll geil. Gesamtschaden, geil. So. Okay, beschädigen. Sowas mache ich eigentlich zwischen den Folgen, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass ich ein Level-Up hatte. So, sie hat zwei. Damit kann ich hier nichts verbessern. Dann lassen wir das erstmal. So. Okay. Da ist ein Tier. Kann ich das scannen? Die sehen aber so aus wie die Viecher, die wir schon kennen. Die gibt es offensichtlich auf mehreren Planeten. Erstmal alles umbringen. Ich will meine Waffe weglegen. Kann ich? Oh, ein Behälter. Guck mal. Angaranische Keramik. Na, wenn das nicht mal voll geil ist. Gut. Ich find's voll spannend. Hier ist voll dunkel. Ist hier Nacht oder ist das normal auf diesem Planeten? War das jetzt der Heimatplanet von denen? Ich glaube schon, ne? Ich will mich hier noch erstmal umgucken. Guck mal, da ist Nickel. Kann ich das scannen? Nickelerz vorkommen. Ja gut. Ist da sonst noch irgendwas? Da ist Platin. Platin ist immer super. Ist sonst noch irgendwas hier? Die Flora und Fauna, oder zumindest die Fauna kann ich nicht... Flora, Entschuldigung. Die Flora kann ich nicht scannen, aber da sehe ich noch ein bisschen Material vorkommen. Ich gucke gerade nicht, dass ich irgendwas fasse. Nickel. So. 50 Nickel, krasser Scheiß, okay. Gut, da geht es quasi weiter, ne? Okay, dann will ich kurz noch hier hinlaufen. Da ist noch mehr Platin. Kann ich irgendwas scannen? Nein. Ich find's voll spannend, mich hier umzugucken. Ein neuer Planet. Und der ist so ziemlich das Gegenteil von Eos. Zumindest was die Temperatur... Ah, guck mal, da ist noch mehr Nickel. So. 71 Nickel. Krasser Scheiß. Gibt's hier auch irgendwelche Behälter? Ich find's übrigens cool, dass wir uns hier offensichtlich frei bewegen können. Zumindest gerade noch. Dass hier nicht... ein Behälter. Dass hier nicht irgendwelche gefährlichen Dinge sind. Angara-Panzerung. Guck mal einer an. Ja, ich will alles nehmen. Dass wir hier nicht irgendwie Lebenserhaltungsstatus-Probleme kriegen. Das gefällt mir übrigens. Ist das hier übrigens... Ist das hier... Okay, das ist hier quasi ja genauso, wie wir... wie auf dem anderen Planeten. Hier haben wir unsere... Unsere... Wie heißen die Dinger? Diese Dinger? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Oh, jetzt habe ich da... So.
diese Säulen, die wir wahrscheinlich aktivieren müssen. Und dann geht's irgendwo anders noch hin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier auch Aufklärungsposten machen und die Lebensfähigkeit erhöhen, die gerade bei Null ist. Aber dafür können wir hier gut rumlaufen. Also ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch was kommt. So, oder ob wir hier wieder von so einem Schutzschild umgeben sind. Das kann natürlich auch sein. Warte mal, ich will mal ganz kurz meines Quests hier weitermachen. Und zwar nach Haval reisen. So. Mit den Wissenschaftlern in Kontakt treten, damit wir wissen, wo wir hinlaufen müssen. Potenziell da irgendwo hin. So, ich will mich aber langsam fortbewegen hier. Ist voll schön. Aber ich höre natürlich auch gefährliche Dinge. Guck mal, hier kann man angeblich weiterlaufen. Gucken, ob wir da geschützt sind. Ryder, wir treffen uns in DARPA Lab. Ja, ist okay. Ich würde am liebsten... Wow, sehen Sie sich nur all diese Pflanzen an. Das Gewölbe hier muss voll funktionsfähig sein. Wenn es hier ein funktionierendes Gewölbe gibt, frage ich mich, wieso es auf der Karte auf EOS nicht angezeigt wurde. Vielleicht funktioniert es gar nicht. Ich meine, theoretisch ist die Lebens... Also irgendwas ist ja hier... Irgendwo ist ja hier der Haken, ne? Weil die Lebensfähigkeit ja hier bei Null liegt. Ich gehe der Story wahrscheinlich schon wieder viel zu weit voraus, indem ich hier mich einfach irgendwie abwegig des Weges verhalte. Wahrscheinlich kommen jetzt hier voll die mega Riesenmonster, die wir bekämpfen müssen. Weil aus irgendeinem Grund wird dieser Planet ja eine Lebensfähigkeit von Null haben. Hier ist auf jeden Fall ein Stein runtergekommen. Ja. Okay. Ja, gehen wir mal. Pela-Forschungsstation. Okay. Hi. Oh, ich finde diese Viecher so riesig, so gruselig. Wer bist du denn? Können wir mit dir reden? Nein? Okay. Ich sollte wahrscheinlich genau dorthin gehen, wo wir hin müssen. Ach, ich will mich natürlich erstmal wieder hier umgucken. Kann ich hier Sachen scannen? Hm, nee, ne? Nicht so wirklich. Meine Nase juckt. Warum juckt sie immer? Entschuldigung. Ist voll schön hier. Ich will hier wohnen. Da können wir, guck mal, da können wir einen Aufklärungsposten machen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Hi. So, wir haben eine Lebensfähigkeit von 2%. Das ist jetzt nicht so viel, da muss ich ja mal sagen. Exfiltration zur Tempest. Ich würde gerne einfach mal so YOLO-mäßig in die Umwelt da laufen und gucken, was passiert. Da haben wir irgendwelche Gegner. Da hinten. Können wir die scannen von hier? Nee. Schade. Seht ihr die da hinten? Da? Die sehen nicht... Die sehen bösartiger aus als diese komischen Käfer, die wir auf dem einen Planeten haben. Okay, können wir hier durch die... Können wir hier durch? Haben die Fenster? Ich glaube, das ist ein Fenster. Gut, gehen wir mal durch den Haupteingang. So. Schön hier. Da, guck mal, seht ihr? Da sind diese Dinger. Einmal da ist irgendwas und da ist ein Relikt. Guck mal, hier gibt's Vögelchen. Voll der schöne Entschuldigung. Voll der schöne Planet. Ich will echt wissen, was der Haken hier an der ganzen Sache ist. Hä? Warte mal. Geh? Was kann ich denn scannen? Was genau kann ich gerade hier scannen? Der hat mir doch jetzt so einen Hint gegeben, dass ich irgendwas scannen kann. Keine Ahnung. Ich bin hier auf jeden Fall falsch. Wo war denn jetzt der Haupteingang? Jetzt will ich schon mal der Story folgen. Ach, hier war das. Ja, sorry. Ionenreinigungskammer. Okay.
Hallo? Ich weiß nicht recht, Jor. Es ist riskant, eine Fremde auf Havarl herumlaufen zu lassen. Sie kennen die Gefahr. Ich hatte ja angeboten, sie zu begleiten, aber sie will meine Hilfe nicht. Oh, Entschuldigung, ich hätte dich auswählen können, stimmt. Hab ich, können wir das noch ändern? Sind Sie sicher, dass ich Sie nicht begleiten soll? Ich halte es für keine gute Idee, wenn Sie sich ohne einen Angara an Ihrer Seite in angaranischem Gebiet aufhalten. Ich kenne Havarl. Außerdem laufen Sie ohnehin schon Gefahr, ohne jede Vorwarnung von Roka erschossen zu werden. Wer ist Roka? Wir kennen diesen Ort nicht, er aber schon. Okay, ich überleg's mir noch. Ich werde nochmal darüber nachdenken. Falls ich meine Meinung ändere, gebe ich Ihnen Bescheid. Danke. Was können Sie mir über Havarl erzählen? Erzählen Sie mir mehr über Havarl. Unsere Chroniken deuten darauf hin, dass Havarl die Heimatwelt der Angara ist. Wir haben hier eine Zivilisation aufgebaut, die sich anschließend über den gesamten Cluster ausbreitete. Dann kam die Geißel und hat das alles zerstört. So wie es aussieht. Es hat gedauert, aber wir haben uns davon erholt. So wie es aussieht, wissen die selber nicht so ganz viel über ihre eigene Vergangenheit, nicht wahr? Wahrscheinlich hat die Geißel sehr viel zerstört oder der Krieg oder... Keine Ahnung. Wir unterhalten uns später. Ich muss gehen. Wir unterhalten uns später weiter. Natürlich. Ich werde hier sein. Nein, wirst du nicht. Weil ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe und nicht drüber nachgedacht habe, dass ich ihn ja mitnehmen kann, will ich gerne... Kann ich das an einem Außen... an einem Aufklärungsposten ändern? Oder muss ich dafür aufs Schiff? Warte, das will ich kurz testen. Wo war der denn? Hier war der. Ausstattung, Terminal. Ausstattung ist doch das, oder? Ja, ich möchte nämlich meine Teammitglieder ändern. Okay, wen nehme ich denn mit? Eigentlich möchte ich schon gerne für den Kampf vorbereitet sein. Aber Phoebe ist nun mal unsere Gelehrte, was so, Gedöns, also hier so, Gelehrte, was die Relikte angeht. Und da wir ja vorhaben, auch was mit den Relikten da anzustellen, ich würde auch gerne mal Vetra mitnehmen, aber ja, ich werde jetzt erstmal Idral mitnehmen. So. Entschuldigung, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Eigentlich hätte ich den ja auch mitnehmen sollen. So. Huch! Hey, Jarl! Na? Wie geht's? Sind die jetzt näher gekommen? Ich würde gerne mal scannen. Da ist was. Nee, das sah aus wie so eine Echse. Aber ist nicht. Ist nicht der Fall. Okay, wir gehen ja wieder rein. So, Jarl, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Jetzt werden wir auf jeden Fall nochmal reingehen und dann werden wir nochmal mit der Gelehrten da, mit dieser Forscherin reden. War ja auch blöd von mir, den Jarl nicht auszuwählen. Das wollte ich ja eigentlich auch, aber habe ich irgendwie vergessen im Eifer des Gefechts. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, dass er ein neues Teammitglied ist. Genau, das ist voll die gute Ausrede. Guten Tag, Kiran Dahls. Jarl, was machen Sie denn hier in Begleitung dieser Leute? Kiran, das ist Pathfinder Ryder aus einer weit entfernten Galaxie. Ryder? Kiran Dahls, leitende Wissenschaftlerin in Dar Palav. Dieser Planet ist atemberaubend. Ich muss sagen, Havarl ist wirklich wunderschön. Die Schönheit des Planeten ist momentan meine geringste Sorge. Wo ist der Rest des Teams? Ryder hat Erfahrung mit den Relikten. Wir könnten Ihnen bei Ihren Untersuchungen helfen. Haben Sie es noch nicht gehört? Bei der Erforschung des Monolithen ist etwas schrecklich schiefgegangen. Oh nein. Sie sind in einer Art Relikt-Stase-Feld gefangen. Sie sind wie eingefroren und zeigen keinerlei Reaktionen. Aber sie sind nicht tot? Sind sie noch am Leben? Ihre Vitalwerte sind stabil und ihre neuralen Muster ähneln denjenigen von Personen im Tiefschlaf. Wir haben sie verschiedenen Stimuli ausgesetzt und ihnen Kichari injiziert. Aber nichts hat funktioniert. Lassen Sie es Ryder versuchen. Sie hat mit Relikttechnologie in einem Gewölbe interagiert. Oder zumindest behauptet sie das. In einem Meer voller Fische hat einer Perlen im Maul. Aber gut. Wenn Sie denken, das Alien könnte uns helfen, werde ich meine Skepsis mal beiseite lassen. Der Monolith ist nicht weit von hier.
Tun Sie, was Sie können, aber seien Sie vorsichtig. Wir wissen nicht, was die Stase ausgelöst hat. Es könnte also erneut geschehen. Okay. Wir gucken uns das mal an. Ich finde es übrigens total faszinierend, was aber auch total logisch ist, dass wir ja hier quasi die Aliens sind, ne? Und deswegen auch so als Aliens dargestellt werden. Das war ja... Transporter verfügbar? Notfallunterstützung bei Klettangriffen? Alle? Der alte Lusch? Was macht der denn hier? Der steht offensichtlich hier rum. Ich möchte gerne noch erstmal mich hier umgucken. Was ist das denn jetzt hier? Ach so, das ist der Streifen von unserem Außenposten. Ich sag mal Außenposten, das ist ein ein anderer Posten auf jeden Fall. Hi, Louis Ansen. Was? Sind Sie okay? Ist alles in Ordnung? Sie wirken verzweifelt. Wollen Sie einen Orden für diese scharfsinnige Beobachtung? Ja. Ah, Sie sind die Alien-Besucherin, die auf Arya nach unserem Gewölbe gefragt hat. Sie haben von mir gehört? Wer nicht? Wenn merkwürdige neue Spezies auftauchen, spricht sich das rasch herum. Man kann nach den Cat nicht vorsichtig genug sein. Lusch Anson, Historiker des Geschichtsspeichers Arya. Okay. Hören Sie, wenn Sie nichts brauchen, würden Sie dann bitte gehen. Ich organisiere gerade einen Transporter runter von diesem verfluchten Planeten. Was ist Ihre Geschichte? Warum sind Sie von Arya hierher gekommen? Kirans Team hat bei Ausgrabungen in den alten Ruinen Artefakte der Relikte gefunden. Ich sollte sie für den Speicher abholen. Es hätte höchstens einen Tag dauern sollen, aber die Dinge laufen ja niemals plangemäß, stimmt's? Scheint so. Erzählen Sie mir was über die Ruinen der Relikte. Sie haben Ruinen der Relikte erwähnt. Gibt es hier viele Relikte? Ja, wenn Sie draußen im Dschungel waren, haben Sie wahrscheinlich einige davon gesehen. Nee, noch nicht. Wir glauben, die Ruinen gehörten zu einem weitläufigen Komplex der Relikte. Wir haben Gänge gesehen, die sich ober- und unterirdisch entlang binden. Vor Generationen hat unser Volk Zuflucht gesucht in dem, was wir hier gefunden haben. So ist Palaev entstanden. Gab es keine feindseligen Reliktmaschinen? Den Chroniken nach nicht. Wir haben natürlich Artefakte gefunden, Einzelteile, die wir studieren konnten. Aber es heißt, es wäre gewesen, als würde man in ein leeres Haus einziehen. Aber angeblich sind die Relikte doch erst vor 600 Jahren auf den Planeten gekommen. Oder waren die nur nicht in diesen besagten goldenen Welten unterwegs? Oder nicht aktiv oder aktiv, also eins von beiden. Und die Planeten waren halt schöner dadurch. Und die Relikte sind schon einige tausend, Millionen, was auch immer, Jahre länger hier. Ich bin verwirrt. Okay, Haval, was können Sie mir über diesen Planeten erzählen? Sie scheinen Haval nicht sonderlich zu mögen. Die anderen Regionen von Haval sind okay, aber das hier? Oh nein, mit dieser Wildnis komme ich einfach nicht zurecht. Glauben Sie, diese Schutzräume wären sicher? Weit gefehlt. Heute Morgen habe ich eine dornige Ranke in meiner Koje gefunden. Krass. Ich bin hier gestrandet, weil ein Ast den Energiekern meines Shuttles durchbohrt hat. Oh, okay. Also ist die Natur hier schon gefährlich. Dann gehe ich mal. Ich will Sie nicht länger stören. Sehr gut. Achten Sie da draußen auf die Pflanzen. Die sind fies. Okay, werde ich tun. Oh, ein Mineralienlager. Da nehme ich doch gerne alles mit. Einfach mal hier alles bestehlen. Okay, sonst kann ich aber nicht scannen. Hi, kann ich dich scannen? Nö. Oh. Ach so, das Ding, was da draußen steht, kann ich scannen. Okay. Ein Kommunikationsterminal. Was ist das denn hier? Kann ich hier meine E-Mails anlesen? Oder... Oh nee, warte mal. Bericht aus Arya, übersetzt aus dem Shelesh. Rachel. Oder Rachel. Oder was auch immer. Ich hänge die Daten an, die wir bei unseren Bemühungen auf Arya gesammelt haben. Die Geißel zu kartografieren. Wir haben bei unseren Forschungen einige Unregelmäßigkeiten gefunden, hauptsächlich Staub. Aber vielleicht wollen Sie sich es ja ansehen. Wenn das Material nicht zu anderen Welten in Helios passt, würde es Ihre Theorie zu Koloniewelten stützen. Okay.
Natürlich ist das alles Spekulation. Sie müssten jemanden herausschicken, um Proben zu nehmen. Aber ich dachte mir, es wäre ein Versuch wert. Wenn wir das Geheimnis unserer Vergangenheit ergründen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Mögen die Sterne sie leiten. Mariko. Pass auf dich auf. Übersetzt aus dem Chilesch, Kiran. Du bist in Sicherheit, oder? Ich habe gehört, dass die Cat wieder die alte Stadt angegriffen haben. Ich weiß, dass du auf der anderen Seite des Planeten bist, aber das ist immer noch zu nah. Mit der Fauna und den Relikten in Haval ist es ein äußerst gefährlicher Ort. Mali und Nistar machen sich Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen um dich. Deine Arbeit ist wichtig, das weiß ich. Aber widersprich deiner alten Mutter, dass du auf sie hörst. Ach so, aber versprich deiner alten Mutter, dass du auf sie hörst, wenn der Widerstand dich evakuieren will. Ich will nichts von diesem Unsinn hören, dass das Wissen das Risiko wert ist. Ich habe zu viele deiner gebrochenen Knochen gepflegt, als du ein Kind warst. Gönn mir wenigstens im Alter Ruhe. Okay. Kiran, Sie haben sicher vor dem Angriff auf Anlage 7 gehört. Der Verlust von Dr. Very Sharp, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, war ein schwerer Schlag für die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft. Und nun sind viele der Forscher von Anlage 7 auf der Flucht und brauchen einen neuen Posten. Die meisten werden nach Aya gehen, um sich zu erholen, aber einige werden auch hier auf Haval weiterarbeiten wollen. Ich habe ihr Lager als geeigneten Übergangspunkt empfohlen. Ich weiß, dass die Ressourcen knapp sind, aber ihr Lager ist das einzige, das die Cat ignoriert haben. Ich will diese Leute nicht so kurz, nachdem sie den Tod ihres Vorgesetzten miterlebt haben, in Gefahr bringen. Und sie können die Hilfe bei ihrem Monolithenprojekt bestimmt brauchen. Denken Sie darüber nach und geben Sie mir bis morgen Bescheid. Passen Sie auf sich auf, Mendal. Übersetzt aus dem Chilisch. Louis! Vielen Dank, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Eine derart gute Absturzstelle. Ich würde alles geben, um Sie zu sehen. Ich werde versuchen, jemanden zu schicken, der fähig genug ist. Sie wird vermutlich gut bewacht. Und bitte sorgen Sie dafür, dass Torvar nichts davon erfährt. Ich weiß, dass er es sich selbst ansehen wollen würde, aber er kann mit den Gefahren nicht umgehen. Ich würde mir niemals verzeihen, wenn er bei dem Versuch zu helfen Schaden nimmt. Passen Sie da drüben auf sich auf. Ich wünsche Ihnen immer sonnige Himmel. Avila. Update. Pavoa Kiran. Freut mich zu hören, dass die Cat ihren Forschungsposten nicht erreicht haben. Wir haben dieses Glück hier nicht. Sie überlaufen die alten Tempel förmlich und versuchen, die Relikttechnologien zu zerlegen. Wir versuchen, sie zurückzuschlagen, aber selbst mit den Verstärkungen des Widerstands sind es einfach zu viele. Der Commander hat den Rückzug angeordnet. Ich weiß, sie hatten ein Auge auf diese Tempel geworfen, aber wir können nichts tun. Wir riegeln das Gebiet ab. Niemand geht hinein. Nichts kommt heraus. Seien Sie vorsichtig, Kiran. Die Welt ist hart. Garrett. Mich würde mal interessieren, ist dieses Spiel hier oder ist Mass Effect Andromeda eigentlich auch als Trilogie geplant? Oder kriegen wir Antworten auf alle Fragen, die wir jetzt so haben? Rashiel Vier oder Vier. Ich habe den Hinweis gehört, dass Sie hier draußen sind, aber ich war nicht darauf vorbereitet, Sie persönlich zu treffen. Tja. Mein Name ist Ryder. Ich gehöre zur Andromeda-Initiative. Es heißt, Sie wollen uns helfen. Ich frage mich, was Sie wohl so alles tun würden. Ich tue das, was erforderlich ist. Wenn ich damit Ihr Vertrauen gewinne, bin ich dabei. Das ist beruhigend, falls Sie es ehrlich meinen. Mein Name ist Rachel Veer. Ich bin Archäoastronomin. Ich durchsuche unsere alten kulturellen Aufzeichnungen auf astronomische Phänomene. Ich setze das verlorene Wissen früherer Zeiten wieder zusammen. Cool. Ich will unentdeckte Kolonien finden, mit denen wir den Kontakt verloren haben. Potenzielle Verbündete gegen die Cat. Sie denken, dass es Angara-Welten gibt, von denen Sie nichts wissen? Genau das wollte ich herausfinden. Und dann passierte diese Katastrophe, als ich gerade nicht da war. Ich dachte, mein Zuhause und damit meine gesamte Forschung wären zerstört. Aber dann habe ich erfahren, dass ein Teil des Gebäudes noch steht. Ich wollte meine Forschungsdaten rausholen, aber die wilden Tiere lassen mich nicht in die Nähe meiner alten Wohnung. Welche Art von wilden Tieren? Ich nehme an, Ihre Hausgäste gehören eher zur hungrigen Sorte? Das Gebäude ist jetzt eine Brutstätte für Insekten und Raubtiere. Es sind zu viele, um sich ihnen alleine zu stellen. Ich will ihnen helfen.
Ihre Arbeit ist zu wichtig, um sie aufzugeben. Wir holen sie zurück. Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Holen Sie einfach mein Forschungsmaterial aus dem Computer. Nicht schlechter als das. Ich halte über Funk Kontakt zu Ihnen. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Okay, da haben wir jetzt aber ganz schön viele Quests gesammelt. Da haben wir noch ein Datenpad. Aufzeichnungen Assistent Torva, übersetzt aus dem Shelesh. Ein unglaublicher Fund letzte Woche im Feld. Ein Shuttle aus der Zeit vor der Geißel ist unten in der Schlucht aufgetaucht. Aus der Ferne sieht es so aus, als sei die Absturzstelle erstaunlich gut erhalten, vor allem angesichts der Bedingungen auf Haval. Ich weiß, dass Kieran mich damit beauftragt hat, den Monolithen zu untersuchen, aber vielleicht könnte ich dort hinuntergelangen und mir die Sache ansehen. Nur kurz, um zu überprüfen, ob es dort etwas für Avila gibt. Okay, es gibt so viele Sachen, wo wir hier helfen können. Finde ich spannend. Aber das machen wir alles erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist zu Ende. Kann ich noch irgendwas hier scannen? Nein. Diese Folge ist zu Ende. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, was es hier sonst noch zu sehen gibt und uns dann mal ein bisschen weiter wegtrauen. Guck mal, da ist unser Schiff. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ist voll schön hier. Und wir haben die Lebensfähigkeit schon auf 2% erhöht. Bis dann. Ciao.